Hi, herzlich willkommen bei Hochdruck 3D. Heute zeige ich euch, wie ihr TMC 2208 Treiber in den GTEC A10M einbaut. Ist eine ganz, ganz einfache und leichte Sache. Und wir brauchen auch nur ein paar Sachen. Unter anderem sind das natürlich die Treiber und ein Schraubenzieher. Einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher, am besten mit einer Keramikspitze. Meistens wird bei den Treibern direkt ein Schraubenzieher mitgeliefert, der auch dazu passt. Zudem brauchen wir einen Multimeter. Und einen Sechskantschlüssel, der bei dem Drucker meistens bzw. eigentlich immer mit dabei liegt. Und ansonsten war es das schon. Und ich würde sagen, lasst uns loslegen. Bevor wir hier starten, noch ein ganz kurzer Hinweis. Seid bitte vorsichtig. Es geht hier in dem Falle um Strom, um euren Drucker, um eure Druckteile. Passt auf, was ihr macht. Passt auf, dass ihr keine Teile berührt, die ihr nicht berühren sollt, wie ich in dem Video dann auch später bzw. gleich erklären werde bzw. erzählen werde. Passt damit auf, wirklich. Ihr wollt bestimmt nicht, dass eure Treiber, die ihr neu bekommen habt, kaputt sind oder euer Motor kaputt geht oder euer Board durchbrennt, je nachdem. Seid vorsichtig damit, passt auf und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So, jetzt wollen wir mal anfangen, den Treiber auszuwechseln. Wichtig ist, ihr habt drei Schrauben, einmal hier und einmal da hinten drunter unter dem Heizbett. Die habe ich jetzt schon mal rausgedreht und dann heben wir das ab. Einmal vorsichtig nehmen, ich schräg das immer gerne noch so ein bisschen an und vorsichtig rausheben. So, dann nehmen wir die Platte, ich stelle die mir mal auf die Seite, damit ihr alles gut sehen könnt. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier schon ein paar TMC-Treiber drin. Ja, hier unten, da sieht man, ja doch sieht man. Und hier ist noch ein alter drin. Den habe ich jetzt wieder reingemacht für das Video, denn ich muss es natürlich auch vorher einmal testen. Und ich sehe gerade, der Kühlkörper hier ist nicht ganz so schön drauf. Das muss ich nachher noch machen. Und ja, wir nehmen uns den jetzt raus. Achten vorher auf die Pin-Belegung. Das zeige ich euch gleich nochmal. Wenn ich den jetzt rausheben, wir nehmen den einfach. Wichtig ist, Drucker aus und Drucker vom Strom nehmen. Einfach zur Sicherheit. Nochmal. Ihr nehmt jetzt euren Treiber, zieht den hier einmal raus und wir sehen jetzt hier die Pin-Belegung. So. Ne? Einmal fokussieren bitte. Wir haben hier Ground, damit wir wissen, wo was ist. Also hier oben ist Ground, das merken wir uns. Also rechts oben muss Ground hin. Wir nehmen uns jetzt den Treiber, legen uns den auf die Seite und holen uns unseren TMC-Treiber. So. Dann haben wir hier, jetzt schauen wir mal, Ground. So, rechts oben. Also setzen wir den auch so ein. So. Und dann kommt er einmal drauf. Einmal festdrücken. Und dann setzen wir, haben wir unseren kleinen Kühlkörper, ganz wichtig. Die nicht vergessen, da ist unten eine kleine Klebefläche dran. Und damit kleben wir uns hier jetzt einmal da drauf. Wichtig ist, kommt, ne, ich schau mal, vielleicht seht ihr das so besser, kommt nicht hier unten, schaut, dass der Kühlkörper nirgendwo mit den Kontakten verbunden ist. Sonst kann es gerne mal einen Schlag tun und dann habt ihr einen Kurzschluss und euer Treiber, im besten Fall noch das Board und der Motor ist im Arsch. Das bringt natürlich nichts. So, da wir das jetzt drin haben, hole ich mal ganz kurz mein Multimeter, das brauchen wir als nächstes und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis gleich. So, da sind wir zurück. Wir haben jetzt hier unser Multimeter hier drüben. Zeige ich nochmal ganz kurz die Einstellungen. So, und wir fangen jetzt an, unseren TMC einzustellen, also unseren Treiber. Ist grundsätzlich überhaupt gar kein Problem, aber ja, man muss es halt wissen, wie es funktioniert. Als erstes fangen wir an und haben unser Multimeter und haben hier natürlich unser, ja, unser Plus- und Minuspol sozusagen daran. Und starten jetzt erstmal unser Drucker. Wir machen ihn einmal an. Hoffen, dass da alles gut läuft. Sieht gut aus. So, jetzt seid bitte vorsichtig. Ganz, ganz wichtig. Ihr nehmt einmal den negativen, also den schwarzen, und haltet den hier an den USB-Port. Ja, mal schauen, ich weiß nicht, seht ihr das? Müsstet ihr sehen. So, halte hier unten an die Metallumrandung vom USB-Port. Das ist in dem Fall nämlich unsere Masse. Und nehmen jetzt hier das rote Enter, also das Plus, und halten uns das einmal
hier auf die Stellschraube drauf. So, jetzt sehen wir schon, unser Multimeter zeigt an, 1 Volt circa. Das ist auch der Wert, mit dem die TMC normalerweise ausgeliefert werden. So, da wissen wir schon mal unseren Wert. Ihr könnt anfangen mit 0,6 Volt und könnt damit drucken. Falls ihr da Layer Shift habt, falls da irgendwas nicht passt, erhöht ihr immer ein bisschen. Standardmäßig soll man bei hier, bei dem A10M, um die 0,8 Volt nutzen. Das heißt, wir stellen uns das jetzt mal ein. Wir nehmen jetzt unseren Schraubenzieher, am besten einen Keramikschraubenzieher nutzen. Der geht hier auch, aber nirgendwo dran kommen. Und drehen jetzt mal ein Stück. Ich drehe jetzt rechts rum und wirklich darauf achten, dass ihr nur ganz kleine Umdrehungen macht. So, jetzt machen wir das gleiche wie vorhin. Masse am USB-Port und plus darauf. So, wir haben jetzt rechts rum gedreht. Heißt, rechts rum wird das Ganze einmal niedriger gedreht. Wir haben jetzt 0,9 Volt. Ist mir auch noch zu viel. Das heißt, wir drehen jetzt noch mal ein klein wenig. So. Schauen, was sich da jetzt getan hat. Lieber einmal zu wenig drehen als einmal zu viel. Ja, hat sich nichts getan. Habe auch wirklich nur ganz wenig gedreht. Und drehen jetzt noch ein Stückchen. USB-Port, Stellschraube, 0,812. Das passt. Also das reicht aus. So ganz genau müsst ihr es ja nicht nehmen. Es sollte nur schon grob passen. Und das ist genau die Einstellung, die wir haben wollen. 0,8. So wollte ich es jetzt haben. Und somit sollte es auch auf jeden Fall funktionieren. Da haben wir die TMC-Treiber jetzt schon mal eingestellt und eingebaut. Und weiter geht es dann jetzt mit der Firmware. Beziehungsweise mit den Motoren umstellen. Da kommt es ganz drauf an, habt ihr die neueren TMC, ich glaube Version 2 ist das, braucht ihr das nicht machen. Habt ihr die aktuellen, habt ihr die alten, wie ich in meinem Fall, die 1.2er oder 1.0 ist es, glaube ich, dann müsst ihr das in dem Falle machen. Heißt, wir müssen unsere Motoren umdrehen. Das können wir machen, indem wir einfach unsere Kabel einmal vom Motor drehen. Das heißt, alle Kabel einmal in die andere Richtung drehen, ist ein bisschen schwierig zu erklären. So habe ich das nicht gemacht. Ich mache das firmware-seitig. Das zeige ich euch jetzt auch mal. Ist meiner Meinung nach einfacher und sicherer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am PC. Bis gleich. So, wie versprochen, sind wir jetzt in unserer Marlin-Config-Datei. In meinem Fall ist es Marlin 2.0. Es ist aber grundsätzlich fast genau dasselbe wie bei den anderen Marlin-Versionen. Also die Einstellungen bleiben grundsätzlich gleich. Wichtig ist, ihr öffnet euch einmal die Marlin-Datei, ganz normal, wie wenn ihr normal Marlin installiert. Geht hier oben in den Konfiguration.h oder Configuration.h Teil und wir drücken jetzt einmal STRG F für Suche. Falls das nicht funktioniert mit STRG F, können wir das bestimmt auch hier oben genau bearbeiten, suchen und geben jetzt hier in dem Falle ich gebe jetzt direkt mal TMC ein. Mal schauen, was wir finden. Gehen jetzt mal runter. Genau, so. Im Normalfall sieht es so aus, dass hier überall das Ganze rausgenommen wird. Hier ist es wichtig, einmal, dass diese Schrägstriche nicht mehr da sind. Das ist wichtig, das macht ihr einfach mal überall zur Sicherheit, das ist gar kein Problem. Da habt ihr dann direkt die TMCs eingestellt. Und als nächstes müssen wir schauen, weil wie gesagt, die Motoren laufen bei einer Version von den TMC, bei der ersten Version falsch rum. Heißt, wenn ihr ein Z hochfahren wollt, fährt Z runter. Wenn ihr nach Y nach hinten fahren wollt, ZY vor und so weiter. Das ist aber überhaupt gar kein Problem. Wir geben jetzt einfach mal in Word, Unterstrich, machen wir einfach mal Z. So. Und jetzt haben wir folgende Sachen. Ich habe mir das jetzt schon eingestellt. Bei euch kann es ein bisschen anders aussehen. Ihr müsst jetzt genau diese Werte hier abschreiben. Also bei X false, bei Y false, bei Z true, Extruder 1 true, Extruder 2, Extruder 0, 1 und 2 habe ich alle auf true stehen. Falls es sich dann doch einmal eine Achse falsch rum bewegt, ersetzt ihr hier das False oder ein True halt mit dem Gegenteil. Also macht ihr ein True rein.
zum Beispiel. Oder bei True macht ihr False rein. Und das war's auch schon. Ansonsten geht ihr auf Sketch, kompilieren, ganz normal, und geht auf Hochladen. Viel mehr gibt es zu den TMC-Treiber gar nicht zu sagen. Ich kann nur im Nachhinein sagen, nachdem ich sie eingebaut habe, sie sind saugeil, es ist sauleise, sie haben viel, viel mehr Kraft als die verbauten Treiber. Bei denen ist es ja so, dass sie sehr, sehr schnell einen Layer-Shift kriegen, wenn nur eine minimale Berührung oder ein minimales Hakeln im Heizbett ist. Das habe ich nicht mehr. Also wie gesagt, viel, viel Spaß damit. Ihr werdet begeistert sein, wenn die drinne sind. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schickt mir einfach eine E-Mail oder schreibt es in die Kommentare. Ich werde euch so schnell wie möglich antworten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.